Ja, wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute was Besonderes vorstellen, eine neue Broschüre, Digitale Mobilität, nachhaltig und digital unterwegs in Baden-Württemberg. Mit dieser Broschüre stellen wir 50 sehr interessante Projekte aus dem Bereich Digitalität und Mobilität vor. Also das sind Beispiele, wie wir digitale Technologien nutzen im Verkehrssektor zum Nutzen der Kunden, aber auch im Sinne von Umweltfreundlichkeit und Klimafreundlichkeit. Ein Beispiel ist, zum Beispiel wollen wir das elektronische Ticketing vorantreiben und dafür nutzen wir eben die neuen digitalen Technologien. Ein anderes Beispiel ist, wir haben in vielen Bereichen Daten gesammelt, mal ist es die Stadt, mal sind es die Stadtbahnen, mal ist es ein Verkehrsverbund und diese Daten kommen irgendwie nicht zusammen, weil sie in unterschiedlichen Plattformen gespeichert sind und wir wollen da eine gemeinsame Architektur aufbauen, damit diese Daten zusammengeführt werden können, dass am Ende etwa Fahrende mit dem Auto günstige Informationen bekommen, die aktuell sind, die alle Daten zusammenführen. Dass Verkehrsrechnerzentralen alle Daten haben und damit aktuelle Infos herausgeben können. Also Sie sehen schon, interessant, was wir hier in dieser Broschüre haben. Sie können übrigens diese Broschüre so und auf der Homepage des Ministeriums ansteuern und herunterladen. Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre.